Weißt du, was Patrick hatte? Nee, wieso? Ach, nur so. Frank, diesmal musst du dir auch nichts vorlügen. Ach, Sander? Du musst mir einen Liebesbrief schreiben. Dann sprich mit Erika, sie ist deine Mutter. Das geht nicht, sie darf nicht erfahren, dass das Baby von Nick ist. Dann red mit Nick. Schließlich ist er an der Sache genauso beteiligt. Den ganzen Nachmittag auf dich gewartet in der Kneipe. Dann bin ich zu dir gefahren. Ich dachte, du wärst krank. Ich dachte, ja. Einfach Sehnsucht. Heino hat gesagt, du hast auf mich gewartet. Und ich musste hierher. Ich konnte nicht anders. Sehnsucht. Absolut, ich war verrückt. Absolut verrückt nach dir. Mensch, Frank, jetzt stell dich doch wegen eines Briefes nicht so an. Tu ich aber. Ich sehe nicht ein, warum ich dir schon wieder helfen soll. Na, wozu hat man denn Freunde? Ist dir eigentlich klar, wie verletzt Bastiane sein wird, wenn du ihr diesen gefälschten Liebesbrief von deiner Ex-Freundin Anna unterjubelst? Ich muss einfach verhindern, dass sie mit nach Ruanda kommt. Egal wie, kapierst du das nicht? Mein Gott. Vielleicht hat sie ja von selbst irgendwann die Schnauze voll und will wieder nach Hause. Also das glaube ich kaum. Sie hat sich das jetzt in den Kopf gesetzt? Ja, eben. Deswegen halte ich es auch für den Schwachsinn, sie mit Hilfe dieses idiotischen Briefes davon abhalten zu wollen. Du willst mir also nicht helfen? Du hast es erfasst. Sowas nennt man einen Freund. Florian, ich bin dein Freund. Aber auch Bastianas. Ganz verborgene Talente in mir. Meinst du, dass Kathi kommt? Kein Problem, Jackie. Was macht ihr denn hier? Rein geschäftlich. Ja, genau. Ah, ja. Ja. Gut. Ah. Alles Weitere wegen des Kalenders klärst du dann mit Tillmann. Mhm. Ja, gut. So, ich wünsche euch was, ihr beiden. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Wieso denn Kalender? Ist Patrick deswegen nochmal gekommen? Ich dachte, du hättest alles mit Tillmann besprochen. Ja, das habe ich Patrick auch schon gesagt. Stell dir vor, er ist extra nochmal rausgekommen, um mir das alles nochmal zu erzählen. Oh, wirklich? Tja, das war dumm gelaufen. Außerdem dachte ich, du hättest die Kalendersache schon längst abgehakt. Ja, das dachte ich auch. Aber der hat sich so gut verkauft, dass sie jetzt noch eine geänderte Neuauflage rausbringen wollen. Ich wollte noch mal in den Stall nach den Pferden sehen. Kommst du mit? Nee, tut mir leid. Ich gehe rein, esse noch was und leg mich dann schlafen. Ich bin voll müde. Wie du willst. Tschüss. Ich finde es nicht sehr aufmerksam von Nina, nur euch beiden ihren Gutschein für diese Wellness-Farm zu schenken. Ein bisschen Wellness würde auch mir gefallen. Lügner, du würdest dich doch zu Tode langweilen. Ich glaube kaum, dass du es 2 Stunden in einer Schlammpackung aushalten könntest. Grundsätzlichen Vorstellung. Millie, du sagst ja gar nichts. Freust du dich nicht über Ninas Geschenk? Doch, doch. Ich frag mich nur, warum sie nicht selbst fährt. Hm. Das ist mir auch nicht ganz klar, aber was soll's? So ein entspannendes Wochenende ist doch genau das Richtige für dich. Einfach nichts tun und sich dabei wohlfühlen, hm? Sander? Steffi! Ja! Was, morgen? Ja, das ist eine gute Idee. Millie? Nicht, dass ich wüsste. Ach, der hat sicher Zeit. Ja, mach ich. Gut, dann freuen wir uns. Bis morgen. Das war Steffi. Schöne Grüße. Er hat uns für morgen zu sich nach Hause eingeladen. Ich habe keine Zeit, ich muss noch lernen. Ach komm schon, das wird sicher ganz nett. Ich weiß nicht.
Ist es wegen deiner Schwangerschaft? Dann kannst du es doch Nick und Steffi auch gleich sagen. Nein. Aber irgendwann müsst sie es sowieso erfahren. Aber nicht jetzt. Du hast es mir versprochen. Ist ja gut. Arno und ich werden niemandem etwas sagen. Aber du kommst mit. Ja. Hey, wie du willst schon nach oben? Wollen wir nicht noch ein bisschen fernsehen? Gleich kommt ein ganz toller Film. Oh, ich bin voll müde. Ach, sag mal, Jackie. Was ist denn? Also, um ehrlich zu sein, finde ich es ziemlich komisch, dass Patrick um die Uhrzeit extra noch mal hier rausgekommen ist, nur wegen der Kalender. Er hätte ja wohl auch anrufen können. Ach, es geht nur mal Sachen, die lassen sich besser persönlich besprechen als am Telefon. Ach, du musst gar nicht so gucken. Zwischen Patrick und mir läuft nichts. Du weißt doch, dass ich nichts von ihm will. Aber ja, vielleicht von dir. Ach, das ist doch totaler Quatsch. Nur weil Patrick freundlich zu mir ist, heißt das noch lange nicht, dass er in mich verliebt ist. Wir können halt gut miteinander. Es war halt einfach ein Gefühl, mehr nicht. Kathi, Patrick wird Priester. Selbst wenn wir ineinander verliebt wären, was nicht der Fall ist, glaubst du, ich würde mich auf so eine aussichtslose Situation einlassen? Ich weiß doch, wie es dir damals ergangen ist. Okay, vergiss es einfach, ja? Gute Nacht. Schlaf schön. Ja? Entschuldige, dass ich dich störe. Was gibt's denn? Ich will dir nicht zu nahe treten, Millie. Aber ich mache mir große Sorgen um dich. Du bist immer noch in Nick verliebt, hä? Das stimmt nicht. Lass mich jetzt mal ausreden. Und dann wirst du schwanger von einem Jungen, dessen Namen du nicht weißt. Das passt überhaupt nicht zu dir. Es ist dem passiert. Ich weiß auch nicht. Hast du dich in diese Affäre gestürzt, um Nick zu vergessen? Ja, nein. Es hat nichts mit Nick zu tun. Das Thema habe ich abgeschlossen. Nick ist mir völlig egal. Na gut, wenn du das sagst. Aber ich finde, wir sollten trotzdem noch mal über den Vater des Kindes sprechen. Er ist dafür genauso verantwortlich wie du. Und ich finde, er sollte wissen, dass du schwanger bist. Aber Mama, ich habe dir doch schon x-mal gesagt, dass ich keine Ahnung habe, wie der Typ heißt. Glaub mir doch bitte. Ist ja schon gut. Ich glaub dir ja. Machst du mir noch einen Milchkaffee, bitte? Und mir einen O-Saft. Ja, ja, kommt gleich. Das war eine ganz süße Idee von dir, uns heute zum Frühstück einzuladen. Ja, gibt's dafür einen besonderen Anlass? Vielleicht. Florian hat gestern Abend noch angerufen. Er will sich hier mit mir treffen. Ja, und hat er was gesagt? Nein, aber ich habe ein ziemlich gutes Gefühl. Ja, gestern Abend habe ich ihm auch direkt auf den Kopf zugesagt, dass er mich liebt. Und damit habe ich recht gehabt. Sicher wird er gleich alles zugeben, dass seine ganze Ablehnung nur Show war. So, danke schön. Du meinst, er wird auch nichts dagegen haben, dass du mit nach Ruanda gehst? Davon gehe ich aus. Ich wünsche dir noch ganz viel Glück. Ich muss mich jetzt leider beeilen. Ich muss noch in die Druckerei. Wegen der Neuauflage. Trinkst du das noch? Tschüss, ihr beiden. Tschüss. Hallo, Jackie. Hallo, Sebastian wartet schon auf dich. Hi. Was hast du denn? Sebastian, ich glaube, du hast es immer noch nicht verstanden. Es ist aus zwischen uns. Ich meine... Die kannst du auch wieder haben. Ich will sie nicht mehr. Florian, bitte. Bitte tu mir das nicht an. Sag mal, du hast sie ja wohl nicht mehr alle. Das kannst du nicht machen. Du hältst dich da raus. Jetzt sag doch was. Lass dir das doch nicht gefallen. Also, du bist ja wirklich das Allerletzte. Komm jetzt. Thank you.
weiß gar nichts. Wenn man dich mal 5 Minuten alleine lässt, dann machst du nur Mist. Wie konntest du Bastian nur so mies behandeln? Doch, Frank, ich musste. Ich hätte mir sonst nie geglaubt. Weißt du, was ich langsam glaube? Du liebst sie gar nicht wirklich. Sonst hättest du es niemals fertig gebracht, sie so eiskalt abzuziehen. Ach, das stimmt doch überhaupt nicht. Wie oft soll ich es noch sagen? Natürlich liebe ich sie. Ich will nur nicht, dass sie sich meinetwegen ihre Zukunft verbaut. Ach, bitte, Florian. Bei so viel Edelmut wird mir ganz schlecht. Du hast dich verhalten wie ein echtes Arschloch. Ja, weil du mir nicht geholfen hast. Jetzt versuch bloß, die Liebeschuld in die Schuhe zu schieben. Das hast du alles selber verbockt. Das weiß ich. Ich werde so lange damit weitermachen, bis Bastian endlich aufgibt. Wenn sie dich jetzt nicht fallen lässt, dann kann sie nicht ganz dicht sein. Oder sie liebt dich so sehr, dass du es gar nicht verdient hast. Für Bastiane kann ich jedenfalls nur hoffen, dass sie dich endgültig abhakt. Ja, wir sollten noch mehr Bücher ins Sortiment aufnehmen. Ja, das denke ich auch. Mit den Broschüren bin ich zwar noch nicht so ganz zufrieden, aber das wird. Und der Kalender ist natürlich super geworden. Kennen Sie uns nicht? Wie bitte? Ach ja, hallo. Na, inzwischen alle Probleme gelöst? Ja, klar. Ehrlich, alles im grünen Bereich bei dir? Ja, sicher. Läuft alles super. Könnte echt nicht besser sein. Ach was, eigentlich stimmt das ja gar nicht. Um ehrlich zu sein, ich hab's ja auch nicht ganz abgenommen. Hast du Lust auf eine Cola? Ich lade dich ein. Keine Sorge, ich will ja nicht die Beichte abnehmen. Na, dann ist ja gut. Hier, trink das. Danke, du bist echt lieb. Schon gut. Am besten ist jetzt, du vergisst Florian ganz schnell. Das kann ich nicht. Du musst aber. Oder hast du schon vergessen, wie er dich behandelt hat? Schieß den Typen ab. Du wirst mich jetzt sicher für verrückt halten. Aber ich weiß, dass er mich immer noch liebt. Ja, du hast recht, du bist wirklich verrückt. Florian wollte mich sicherlich nur beschützen. Wanda ist ja nun wirklich kein Urlaubsparadies. Ich bin sicher, er wollte nur nicht, dass ich mich so einer Gefahr aussetze. Ja, das kann ja alles sein. Aber trotzdem, wenn er dich noch wirklich lieben würde, dann würde er dich niemals so fies behandeln. Versteh doch. Ich habe keins seiner Argumente gelten lassen. Ständig habe ich ihm gesagt, dass ich ihn unbedingt begleiten will. Du drehst es dir aber auch immer so, wie du es gerade brauchen kannst. Ich bin sicher, dass es so ist. Und deshalb werde ich mich von Florian nicht trennen. Nicht so. Niemals. Bastian, jetzt wach auf. Er hat sich von dir getrennt. Du hast überhaupt gar keine andere Wahl mehr. Oh, hallo. Ich bin eigentlich nur hier, weil... Und ob ich eine Wahl habe? So einfach wird Florian mich nicht los. Das habe ich ja noch nie erlebt. Die ist total verbohrt. Sieht ganz aus. Danke für die Einladung. Tut mir leid, dass ich jetzt schon wieder weg muss. Aber doch nicht meinetwegen, oder? Ich wollte nicht aufdringlich sein. Ich wollte dir nur eine Möglichkeit geben, dich mal so richtig auszuquatschen. Ich komme schon irgendwie klar. Darf ich dir trotzdem einen Tipp geben? Ja, sicher. Wenn du deine Probleme ständig verdrängst, werden sie nur größer. Du hast doch jetzt gleich bei dieser Familienfeier die Möglichkeit, ein paar Sachen anzusprechen. Wie kommst du darauf, dass ich Ärger mit meiner Familie habe? Das war nur eine Vermutung. Als du vorhin davon erzählt hast, hatte ich den Eindruck, dass du nicht besonders gerne hingehst. Wie dem auch sei. Nutze die Möglichkeit, mit der betreffenden Person zu sprechen. Und wenn ich damit alles nur viel schlimmer machen würde? Das kann ich mir nicht vorstellen. Was kann denn schlimmer sein, als der ständige Druck, etwas geheim halten zu müssen? Außerdem, du siehst mir nicht aus wie jemand, der etwas vollkommen Unverzeihliches getan haben könnte. Ich glaube nicht, dass du das beurteilen kannst. Solange ich nicht weiß, wo dein Problem ist, hast du mit Sicherheit recht. Tut mir leid, ich muss gehen. Tschüss. Tschüss. Jackie! Jackie! Hallo! Oh, endlich! Überraschung mitgebracht. Überraschung? Wo denn? Ich hätte gedacht, dass du dich bei dem warmen Wetter vielleicht freuen würdest. Jetzt zeig doch mal. Nein, komm mal mit. Komm mit. Und wir machen das jetzt gut. Und damit das Ganze auch eine Überraschung bleibt, bleiben wir jetzt stehen.
Dann machst du die Augen zu. Jetzt. Mach die Augen zu. So, das wird so lange nicht geguckt, bis ich dich hole. Okay. Lass mich aber nicht so lange allein, ja? Nein, ich bin gleich wieder bei dir. Ich guck jetzt. Nein, ich bin gleich fertig. Nicht gucken. Beeilung. Ja, doch. Beeilung. Ja, ich bin gleich da. Los, los, los. Das ist für mich. Das ist ja süß. Das auch. Ich war gerade bei deiner Ex-Freundin. Ey, lass mich bloß in Ruhe. Ich habe keinen Bock, mir schon wieder irgendwelche Vorwürfe von dir anzuhören. Das habe ich auch gar nicht vor. Spar dir deine Geschichten. Du bist doch eh auf Bastianes Seite. Das bin ich auch. Genau aus diesem Grund werde ich dir auch helfen. Da komme ich nicht ganz mit. Bastiane liebt dich noch immer. Und sie will sich nicht von dir trennen. Bevor du sie weiterhin so mies behandelst, helfe ich dir lieber, deinen Plan durchzuziehen. Du willst mir also... Ja, diese Liebesbriefe schreiben. Danke. Mir ist klar geworden, dass es sowieso nicht gut gehen würde, wenn Bastiane gegen deinen Willen mit nach Ruanda käme. Allerdings, das wäre gar nicht gut. Vor allem nicht für Bastiane. Also lass es uns endlich hinter uns bringen. Ganz deiner Meinung. Hey, ich find's ziemlich okay, dass du mir noch hilfst. Pass mal auf, Florian, damit eins klar ist. Ich mach das nicht für dich. Ich mach das für Bastiane. Ja, und wie ist das WG-Leben so? Super! Jeder macht, was er will und keiner tut das, was er soll. Mit anderen Worten, ganz normaler WG-Alltag. Klingt ja nicht gerade spektakulär. Und kommt ihr drei denn inzwischen gut klar? Ja, bis auf die üblichen Reibereien. Wer bringt den Müll raus? Wer schiebt die Pizza in den Ofen? Wenn es weiter nichts ist. Nee, es läuft alles ganz okay. Das einzig Nervige ist dieses ewige Rumgetuchtel von Nick und Steffi. Naja, wie das bei Pärchen eben so ist. Oh, sorry, es tut mir leid. Schon in Ordnung, alles okay. Schön habt ihr es euch gemacht. Und das mit relativ wenig Geld. Naja, bis auf euer Bett. Das war ja nicht zwingend billig. Das muss ich leider zugeben. Aber wir brauchten noch ein neues. Oder sollten wir weiterhin in deinem alten schlafen? Natürlich nicht. Wie sieht's mit euch aus? Also ich könnte jetzt ein Stück Kuchen vertragen. Also manchmal hast du brillante Ideen. Gell, aber erst packen wir die Geschenke aus, ja? Kind, wenn du es gar nicht aushalten kannst, bitte. Das Große ist für Nick und dich. Das Kleine ist für Uli. Danke. Wie es sich gehört. Wow, cool! Naja, jedenfalls habe ich keine Ausrede mehr, morgens zu verschlafen. Ja, da fallen ja Steffi und ich gleich mit aus dem Bett. Boah, ist die genial! Guck mal, die passt super in unser Schlafzimmer. Ja, die ist wirklich schön. Dankeschön. Na, bitte, bitte. Hauptsache, sie gefällt euch. Ja, klar. Wir werden super drin schlafen. Meinst du nicht auch? Und doch? Thank you.
lecker, lecker, lecker. Sagt mal, Kinder, was ist eigentlich mit eurem Laden? Sollten wir den nicht mal besichtigen? Oh ja. Ja, gute Idee. Vor allem, weil wir noch gar nicht wissen, wie wir ihn einrichten sollen. Und wie wollt ihr das Geschäft überhaupt finanzieren? Clarissa gewährt uns so eine Art Kredit. Oh, hoffentlich wisst ihr, auf wen ihr euch da einlasst. Also irgendwie klappt das schon. Außerdem bin ich mir sicher, dass der Laden ein voller Erfolg wird. Und wenn wir dann erst mal reich und erfolgreich sind, müssen wir nur noch heiraten und alles ist perfekt. Bräutigam sieht allerdings nicht so aus, als wisse er schon von seinem Glück. Heiraten ja, warum nicht? Wir könnten das ja mal ausprobieren. Millie, ist dir nicht gut? Nee, ist alles in Ordnung. Hey, was ist denn? Du bist ja ganz blass. Möchtest du dich vielleicht ein bisschen hinlegen? Nein, es ist schon gut. Ich habe nur was verschluckt. Millie, du siehst wirklich nicht gut aus. Vielleicht kannst du dich auf unser Bett legen, bis du wieder okay bist. Erika hat recht. Leg dich hin, ruh dich aus. Was ist denn mit dir? Soll ich dir eine Wärmflasche machen oder einen Tee oder so? Weißt du, was wir jetzt machen werden? Nee. Doch. Du könntest meinen wunderbaren Rücken passieren. Ah, ich weiß was viel Besseres. Was gibt's denn da Besseres? Hast du Lust, eine Runde nass zu werden? Nass? Du willst doch nicht um die Jahreszeit ins Wasser? Nein, es ist viel zu kalt. Oh, komm, nein! Komm, steh dich nicht so an. Komm. Nein! Los, komm! Okay, komm mit. Was? Na, Kain, jetzt kommst du wirklich gar nicht schlecht, ne? Du kommst nicht. Na gut. Ausnahmsweise. Oh, ich bin so glücklich. Die letzten Stunden mit dir waren toll. Ich war noch nie so verliebt. Ja. Was ist? Ich muss in die Kirche zum Gottesdienst. Sag mal, was machen wir? Stellt ihr den selber? Wir wollen in unseren neuen Laden fahren. Kommst du mit? Nein, ich gehe nach Hause. Mir ist schlecht. Millie, das muss doch nicht so verkrampft zwischen uns ablaufen. Können wir nicht endlich wieder wie normale Menschen miteinander umgehen? Du bist echt witzig. Wieso denn? Ich dachte, wir hätten alles geklärt. Von mir kann ja wohl keine Rede sein. Für dich ist es vorbei, aber ich hänge voll drin. Bist du immer noch in mich verliebt? Nein, das ist es nicht. Ja, aber was ist denn los? Komm, du kannst es mir doch sagen.